Tag und herzlich willkommen zum 101, dem Expertengespräch von Mein Geld TV auf dem Funkkongress in Mannheim. Ich begrüße heute ganz herzlich Frau Susanne Hellmann. Sie ist Geschäftsführerin von NN Investment Partners Deutschland. Guten Tag, Frau Hellmann. Guten Tag, Frau Helgewald. Ich grüße Sie. Frau Hellmann, NN Investment Partners feiert jetzt im Februar 2018 ein Jubiläum, das nicht viele Asset Manager vorweisen können. Und zwar Ihr NN Emerging Market Debt wird jetzt 25 Jahre alt. Können Sie uns verraten, wie er sich in dieser Zeit entwickelt hat? Ja, der Fonds hat sich hervorragend entwickelt. Wenn Sie die Entwicklung anschauen von den Emerging Markets selbst, sehen wir ja, dass wir ein sehr, sehr starkes Wachstum gehabt haben über die letzten 25 Jahre. Und dieses Wachstum haben wir in dem Fonds genauso abgebildet. Das heißt, ein Anleger, der im Februar 1993 in diesen Fonds investiert hätte, hätte jetzt bis Jahresende 2017 1200% Rendite gehabt. Das heißt also im Jahresdurchschnitt ungefähr etwas mehr als 11%. Und ich glaube, das ist, wenn man vergleicht mit anderen Anlagestrategien, wirklich eine herausragende Performance. Worauf wir auch sehr, sehr stolz sind, ist, dass auch in diesen 25 Jahren wir nicht ständig Wechsel hatten im Portfolio-Management, in den Lead-Portfolio-Managern, sondern dieser Fonds ist über 25 Jahre von 4 Lead-Portfolio-Managern gemanagt worden. Das heißt, eine Konsistenz im Wachstum, aber auch in der Anlagephilosophie, im Management und im Ergebnis. Frau Hellmann, das Anlagenuniversum hat sich in den letzten 25 Jahren stark verändert. Wie haben Sie denn darauf reagiert? Im Wesentlichen haben wir in zwei Richtungen reagiert. Zum einen haben wir uns angeschaut, wie können wir im Zuge der Entwicklung der Märkte die Anlagestrategie, die Anlagephilosophie verbessern. Das heißt, wir haben unsere Kernanlagephilosophie, die wir durchhalten, aber wir versuchen natürlich immer in Abhängigkeit von den Märkten und den Entwicklungen an den Märkten so kleine Anpassungen vorzunehmen. Vielleicht ein Beispiel dafür, wir haben sowohl eine taktische als auch eine strategische Asset Allocation implementiert in den vergangenen 25 Jahren. Wir haben das Liquiditätsmanagement verbessert. Nach der Krise 2008 war es wichtig, dass man eben in den Fonds auch eine höhere Liquidität fährt. Zum einen, um dem Anleger es zu ermöglichen, dass man gut raus kann aus den Fonds, dass man gut verkaufen kann. Zum anderen, dass man aber auch Möglichkeiten hat, wenn sich gute Opportunitäten bieten am Markt, auch zu investieren. Ein anderes Beispiel ist, wir haben unseren ESG-Ansatz, also wir managen ja die meisten unserer Portfolien nach einem Nachhaltigkeitsansatz, haben wir auch in den Emerging Markets Strategien implementiert. Das heißt, auf Themen wie Umwelt, soziale Verantwortung oder Governance legen wir einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Das ist die eine Seite, das Management selbst. Die zweite Seite ist, dass wir natürlich immer wieder die Produktpalette angeschaut haben und haben gesagt, wie können wir Entwicklungen an den Emerging Markets, speziell in einzelnen Ländern, dann auch in unseren Strategien umsetzen. Das heißt, wir haben neben dem Hard Currency dann eine Local Currency entwickelt, wir haben Local Bonds entwickelt, wir haben eine ganz spezielle Richtung nach Asien gelegt. Das heißt, wir haben asiatische Rentenanleihen in einem speziellen Portfolio aufgesetzt und wir haben jetzt in jüngster Vergangenheit einen sogenannten Frontier Markets Fonds, also die nächste Generation der Schwellenländer, aufgesetzt, wo man eben jetzt zum heutigen Zeitpunkt so profitieren kann, wie man vor 25 Jahren profitieren konnte von der Entwicklung mit China oder mit Mexiko. Frau Hellmann, als letzte Frage, was uns natürlich interessiert, planen Sie aktuell einen neuen Fonds in den Schwellenländern Anleihen? Ja, auch für 2018 sind wir wieder dabei, die Produktpalette zu erweitern. Das heißt, jeder spricht über mögliche Zinserhöhungen, die kommen können an den Rentenmärkten. Und das wollen wir natürlich auch im Emerging Market Rentenbereich umsetzen. Das heißt, wir werden einen Short Duration Fonds an den Markt bringen, der wahrscheinlich im Frühjahr dieses Jahres aufgelegt wird. Vielen Dank, Frau Hellmann. Sehr gerne.